Ja, meine Freunde, herzlich willkommen zum neuen Update und weiter geht's. Ja, wo fangen wir mal an? Bei den DVDs. Ich habe hier jetzt drei DVDs und die restlichen sind Blu-rays. Fangen wir an gleich mit dem ersten Highlight. Habe ich früher mal gesehen, etwas länger her. Das ist einmal Creep mit Franka Potente, Uncut Edition aus der X-Edition Reihe aus dem Jahre 2004. Gibt es mittlerweile nur noch, also nur auf DVD. Ich muss sagen, der ist beklemmt, läuft aber schnell durch, der Film. Und spielt sich alles im U-Bahn-System ab. Also richtig kranker, ja, Slasher, sag ich mal. So, ja, Slasher nicht, aber weiß ich nicht, so eine Mischung aus, ja, Slasher, Thriller, keine Ahnung, so eine Mischung aus allem. Auf jeden Fall Inhalt hier am besten durchlesen. Also ich fand den Film damals gut und heute auch, aber nur mir kam das so vor, dass er so schnell ablief, der Film. Aber hat auch ein paar derbe Szenen, richtig gute Szenen gemacht, also heftige Szenen und dafür auch ungeschnitten und dann natürlich auch ab 16, ist richtig heftig, also geht 82 Minuten, für diese Szenen dachte ich auch erst ab 18, aber ab 16 ungeschnitten, harte Szenen dabei, hier sieht man ja schon ein bisschen was. Ja, wie gesagt, spielt alles im U-Bahn-System ab, sonst am besten selbst im Durchlesen, wie gesagt. Das war mal der hier, mittlerweile nur auf DVD und ist auch teuer. Zwischen 15 und 30 Euro habe ich den gesehen. Ja, das war der Creep. Wer sowas mag, mit solchen Viechern. Das war der. Jetzt kommen wir zu so einem alten Film. Einmal von Schwarzenegger, True Lies, vom Kaufhaus mitgenommen, spontan. Wie gesagt, Erstauflagen mag ich ja sowieso. Und kaufe ich mir ja sowieso gerne am meisten Erstauflagen. Der Film ist ab 16, 140 Minuten. Hier steht die Geschichte, der Inhalt drin, sonst am besten durchlesen, wie gesagt, sage ich beim jedes Mal, aber ich will auch nicht spoilern, wie gesagt, oder nichts verraten. Kann mal passieren und das möchte ich nicht gerne, dann kann es am besten selbst lesen. Ja, mit Jamie Lee Curtis, Bill Paxton und ja, Regie James Cameron, die andere sagt mir gerade gar nichts, der noch mitmacht. Ja, wie gesagt, kennen wahrscheinlich viele von euch Schwarzenegger-Filme, sowieso mag ich auch nicht alle, Terminator-Teile mag ich zum Beispiel alle gerne sehen. Und noch etwas, also andere Filme noch so von ihm, aber jetzt nicht so jeden Film. Und ich meine, dass der auch nicht schlecht war. True Lies, das war der in der Erstauflage. So, jetzt kommen wir zum nächsten Kultfilm. Einmal Staplerfahrer Klaus. Ja, wer kennt die nicht? Auch beim Kaufhaus spontan entdeckt, ist auch, glaube ich, schwer zu bekommen. Der Anolis-Serie, aus der Anolis-Series. Ja, Staplerfahrer Klaus. Hat man immer in der Schule mal sich reingepfiffen mit den Leuten, hat der Lehrer gefragt, ja, wollt ihr mal Staplerfahrer Klaus sehen und so, ja, ja, und dann haben wir es mal angeguckt. Echt witzig, wie gesagt, wenn ihr einen Staplerschein machen wollt, schaut euch den am besten vorher an. Aber ist auch ein guter Film, das heißt Film, so ein Zeigfilm, sag ich mal. Ja, das war der, ich meine, eigentlich kenne ich alle, jeder von euch, Staplerfahrer Klaus kennt eigentlich fast jeder von euch, glaube ich. Wenn nicht, schaut euch mal auf YouTube mal so ein Video an. So, jetzt kommen die ganzen Blu-rays. Fangen wir halt gleich mit der ersten Edition an oder Collection. Einmal die Mad Max Collection. Die sind alle Mad Max Teile enthalten. Die ersten drei alten Teile. Und der neue Fury Road. So sieht das Ganze aus mit schönem Pappschuber. Wie gesagt, ab 16. Hier ist der Inhalt nochmal. Sonst am besten durchlesen. Ja, fangen wir mal an. Hier sind alle Mad Max Teile drin. Insgesamt gehen die ganzen Teile. Ne, jeweils Mad Max. Der erste geht 18 Minuten, der zweite geht, der Vollstrecker geht 92 Minuten, Mad Max 3 jenseits der Donnerkuppel geht 102 Minuten und Mad Max Fury Road geht 115 Minuten. Ja, was ich hier gut finde, ist, dass die hier alle gesplittet sind, die Filme, nicht wie bei manchen, alle aufeinander gestapelt, das hasse ich ja wie die Pest. Ja, hier sind die ganzen Cover und die CDs drin und hier ist der letzte Teil war auch richtig gut auf jeden Fall, kann ich sagen, also mit Tom Hardy. Hat er echt klasse gemacht, also der Film war echt gut. Ja, und die anderen Teile kann ich auch nur Positives zu sagen. Es sind auch Kultfilme mittlerweile, alte Filme. Das war Mad Max mit Mel Gibson, die ersten drei Teile. Der neueste ist mit Tom Hardy. Ich hätte natürlich es besser gefunden, wenn Mel Gibson im nächsten, also im neuesten mitgespielt hätte. Wäre richtig bestimmt gut geworden. Aber naja, so ist das. So, jetzt kommen wir zum nächsten, ja, sagen wir mal Tierhorrorfilme, sag ich mal so ein bisschen. Einmal 47 Meters Down. Der erste, beklemmt, gut, muss ich sagen, ist ein Film für sich. Wer sowas feiert, Tier-Hai-Filme, sage ich mal, speziell so, der ist richtig gut. Also der hat mir richtig gut gefallen. Beklemmt,
Wie gesagt, 47 Meters Down, sonst am besten im Durchlesen. Ja, der geht genau 97 Minuten, hat auch ein Wendecover, glaube ich, oder? War das der? Ne, leider kein Wendecover. Leider nicht, leider nicht. Ist ab 16. Auf jeden Fall sehr guter, beklemmender Hai-Film. Dann habe ich mir natürlich auch gleich den zweiten Teil geholt. 7 Meters Down Uncaged ist auch sehr gut geworden. Also der war auch richtig gut. Also etwas anders als der erste. Aber beide Filme haben jeweils für sich was. Ist klar, ist nicht alles gleich. Aber der war auch sehr gut und harte Szenen dabei. Ja, das war der. Uncaged. Kann ich jetzt auch nicht viel zu sagen. Will auch nicht spoilern. Sonst am besten selber im Durchlesen hier, wie gesagt. Und der Film geht genau 91 Minuten plus 12 Minuten Bonusmaterial. Ja, hat glaube ich auch. Ah, ein Wendecover, endlich. Ja, der hat ein Wendecover. Ja, und ist ab 16. Das war Uncaged. So, jetzt kommen wir zum nächsten Film. Ja, ein asiatischer. Ja, was nennt man das? Krimi, sage ich mal eher gesagt. The Gangsters, The Cop, The Devil. Eher gesagt ein Krimi. Langgezogen ein bisschen. Ja, ich glaube, der war ab 18. Ja, das verstehe ich auch nicht. Der war ab 18 und so viel Hartes kam da gar nicht drin vor. Ich sag mal, vielleicht ein, zwei Szenen, die vielleicht hart waren. Restliche war halt nur Gerede, Erklärungen, das und dies, aber allgemein so Krimi-mäßig richtig gut. Ja, Krimi-Thriller-mäßig richtig guter Film. Also Action, nicht Action, aber es war mehr eher so schon fast so ein Krimi. So Action-Krimi, Action-Krimi halt so ein bisschen, ne? Also Inhalt war auch sehr gut. Also ich fand den echt gut gemacht, der Film. So allgemein die Umsetzung war richtig gut. Ein paar brutale Szenen waren dabei, aber nicht überwiegend durchgängig. Wie gesagt, kann man sich gut geben, ist ein bisschen langatmig, finde ich. Aber sonst Umsetzung war recht gut. Und der Inhalt sowieso. Also Inhalt kann man sich gut geben. Fürs einmal angucken, sage ich. Ist ab 18 ein Wendecover. Aber trotzdem Daumen nach oben. So, jetzt kommen wir zum letzten Film. Das ist einmal Escape Room. Habe ich schon viel von gehört. Jetzt habe ich ihn ja nicht für einen Fünfer bekommen, glaube ich, bei Müller war das. Wie gesagt, also ab 16. Echt guter Film. Ich war echt gefesselt, also bis zum Schluss. Echt gute, kranke Spiele, die die abgezogen haben. Und ich bin echt gespannt, ob es noch einen Teil davon gibt. Will ich mal hoffen. Wie gesagt, ich spoilere nicht. Schaut euch den am besten mal selbst an. Der ist auch echt gut. Hat mich auf jeden Fall gefesselt. Ich war permanent vom Fernseher am Gang, am Gucken und richtig ja, dabei. Geht 99 Minuten dieser Film. Wie gesagt, ab 16. Hat leider kein Wendecover, aber trotzdem ein Top-Film. Daumen nach oben. Gönnt euch den. Der lohnt sich auf jeden Fall. Ja, meine Freunde. Ich sag, das war's jetzt. Erstmal von mir. Wie gesagt, schaut gerne öfters rein. Lasst ein Abo da. Lasst einen Daumen da. Schreibt gerne was in den Kommentaren. Würde mich gerne freuen. Also das freut mich auf jeden Fall. So, schreibt da gerne was rein. Ja, wie gesagt, sonst verfolgt mich. Ich sag, es gibt weitere schöne Videos von mir noch, die noch kommen werden. Ja, dann bis zum nächsten Mal, meine Freunde. Peace, haut rein, bleibt gesund und immer schön Abstand halten.